Wenn es um Sachengrafik geht, dann gibt es nur etwas am heutigen Abend und in den nächsten 3 Tagen. Und zwar die Grafik 14, hier in der Maghalle in Zürich. Grafik 14, er ist auch am Ausstellen, jetzt gehen wir gerade schauen. Harun Dogan, du bist der Kurator von der Grafik 14. Heute ist die Vernissage, die grosse Eröffnung. Bist du zufrieden soweit? Ja, mega, ist super. Also, wir haben sehr viele Gäste, sehr viele gute Gäste. Alle Künstler sind anwesend, alles hat reibungslos geklappt. Es steht nichts im Weg für eine gute Grafik 14 bis am Sonntagabend. Wenn man sieht, es gibt Essen, es gibt Trinken, es gibt auch gute Musik. Genau. Was ist dein persönliches Highlight für die Grafik 14 dieses Jahr? Das Jahr ist mein persönliches Highlight wahrscheinlich, dass der Brandon Boyd von den Incubus, der Frontmann, hier ausstellt. Und dass wir Gastland Frankreich haben mit sehr vielen guten Ausstellern. Und dass wir einfach eine gute Audience haben und ein super Feedback. Also es hat nur gute Stimmung. Also ich kann gar nicht, ich kann nichts schlecht sagen. Ja. An der Grafik 14 mit deinen wunderbaren Bildern. Ist es für dich nur ein Ort, um deine Bilder auszustellen oder auch ein Ort für Inspiration? Ja, also es ist sicher sehr schön, hier mal ausstellen dürfen. Das ist mal das eine. Aber ja, ich gehe auch sehr gerne rumschauen und mich ein bisschen inspirieren. Das ist immer so. Was zeichnet deine Bilder besonders aus, jetzt von der Künstlerseite her? Ja, es ist sehr stark beeinflusst durch Comics und Filme. Also ich bin ein grosser Film- und Comic-Liebhaber und das sieht man glaube ich auch in den Bildern wieder. Und jetzt, wenn du den Zuschauern könntest einen Tipp geben in Sachen bester Comic und bester Film, was wäre das? Ja, Brandon Graham Comics generell, Anki Bilal Comics kann man sicher anschauen. Ja, es gibt diverse. Filme will ich gar nicht erst anfangen, da gibt es so viel. Also, das kann vom Mainstream sein, von Lord of the Rings zu Control, Indie-Film, was auch immer. Also, das jedem selber überlassen. Jetzt, die Bilder sind ja relativ gross. Wie lange hast du an einem selber zum Zeichnen? Recht unterschiedlich. Die Outlines gehen ein bisschen länger, also es ist sicher manchmal 1-2 Tage. Und das Kolorieren vielleicht noch einen halben Tag bis einen Tag. Und, okay. Ja. Nachher das Printen mache ich ja nicht selber. Was war die Thematik für dich dieses Jahr zum Zeigen? Selfies mache ich. Selfies? Ich, ja, vom Internet. Das ist ein Kommunikationsprojekt. Okay. Und wie bist du auf die Idee gekommen? Ich habe eine kleine Galerie und ich bin selber Künstler und ich habe viel im Internet gemacht. Facebook, Twitter und so. Und die Sachen wollte ich dann wieder zurück in die Galerie bringen.
Und dann habe ich eben angefangen mit den Drücken, die ich von Hand machen kann. Okay. Wie von Hand? Siebdruck oder in welche Richtung geht es? Transferdruck. Okay. Ich mache digitale Prints, die ich ausprinte und nachher habe ich das hier bearbeiten, Leinwand grundieren und nachher kommt hier der Print drauf. Okay. Mit Öl. Mit Öl? Mit Öl. Ja, da kommt hier Öl drauf und auf das Papier kommt Öl. Und dann kommt das da drauf und dann nehme ich das Papier wieder weg und dann habe ich das. Okay. Ja, das gibt dem eben so eine mega spezielle Wirkung. Ja, das ist weil es so Rauch. Also das habe ich gesucht. Ich habe wirklich die rauchste Leinwand, die ich gefunden habe. Okay. Das ist wirklich Hanf und Jute. Und die habe ich ganz grob grundiert. Damit es irgendwie so wird, dass man das Gefühl hat, ja, das kann eine Maschine nicht so machen. Playing through the broken ankles, man. Philipp Stucki, du bist hier gerade live am Malen. Auf Holz ist das normalerweise deine Unterlage zum Zeichnen? Das kommt schon öfters vor, ja. Also ist es für dich nicht eine besondere Herausforderung, jetzt auf dem grob geschliffenen Holz zu zeichnen? Es ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es gibt auch einen interessanten Effekt schlussendlich. Und wie ist das, wenn so viele Leute zuschauen, kann man überhaupt noch genau arbeiten oder ist es extrem nervig? Es kommt ein darauf an, ob sie auch noch reden dazu. Aber es geht schon, man gewöhnt sich daran, irgendwann schaltet es echt aus. Und nachher bekommst du es nicht mehr wirklich mit, aber es extrem viele Leute drumherum stehen. Hattest du nicht? Du zeichnest hier eine Glasse mit einer unglaublich langen Zunge, die das Glasse abschlägt. Ist das ein Thema vorgegeben oder hast du dich da frei entscheiden? Ich ganz alleine können ausdenken. Ist das Thema Zunge bei dir im Leben ein grosses Thema? Es kommt immer wieder zum Zug. Also, kommt schon nicht drum herum. Und vor allem ein Glassenschlecken ist vom Wetter her auch ziemlich gut. Dann von das ja schon eine Glasse gehabt? Natürlich. Yo, book a ticket to the tropics, cause I'm doing all this shit that I'm living every day in the mirror saying why me? Hide my eyes cause I'm sickin' with the image of using marijuana, sipping vintage for the time being. Mir schaut jetzt der Eubel, du stellst da auch aus. Was zeichnet deine Kunst am meisten aus? Ja, ich glaube, dass sie von Herzen kommt. Ich bin nicht so ein Fan eigentlich von Bleistiften und so Sachen. Ich lasse mich immer vom Moment inspirieren. Ich glaube schon, das ist das, was mich auszeichnet. Ja. Festhalten vom Moment, also was wäre denn das jetzt für eine Zeichnung, wenn jetzt in dem Moment müsstest du etwas zeichnen? Oh, ich glaube, es wäre recht nervös, viele Sachen konfus, weil es hat viele Leute herum. Es ist ein schwierig, sich auf eine Sache zu konzentrieren, ja. Irgend so, ja, keine Ahnung, vielleicht sogar etwas One-Liniges. Das tut doch schon mal nicht schlecht. Jetzt hast du sicher auch schon hier rumgeschaut und ein paar andere Bilder angeschaut. Gibt es einen Künstler, wo du denkst, hey, den finde ich persönlich ganz gut? Ja, es hat ein paar, die ich recht gut finde. Ich kann die jetzt gerade leider nicht beim Namen nennen, die muss ich mir noch merken. So. Aber es hat ein paar Sachen, die ich sehr nice finde. Stevan, sein Zeugs gefällt mir sehr. Ohne ihre Sachen gefallen mir. Aber auch eben, am Cruises Zeug, so, der inspiriert mich schon seit klein auf. Ja, aber es hat, wie gesagt, viele andere. So. Das sind jetzt halt die Namen, die mir gerade so im Kopf sind. Ja. Jetzt hast du dein Gesicht rasiert, hast fast keine Haare, hast fast ein bisschen der Anti-Stil da an dieser Ausstellung. Man sagt ja, kreative Leute haben einen Bart. Papa la Papp, glaube nicht jeder Hype, Mann. Shorty on the bench, pleasure in my PP. Smart crew, TCN, lyrical graffiti. Drug rope precise, like a hooker with the dice. Butcher with the knife, you get took it for your life. Wir haben die Bilder angeschaut von Kevin Höcker. Yeah. Könnt ihr euch auch vorstellen, so eins in der Wohnung zu haben? Nein, nicht wirklich. Was stört dich denn daran? Was macht es aus, dass du es nicht würdest mit in die Wohnung nehmen? Also musst du nicht gemein sein, kannst du sagen, es ist nicht mein Stil oder was? Nein, es ist unkmässig noch nicht fertig. Es ist so, es hat dort dahin, es sind so fertige Plakate. Es hat einen Stil, das ist greifbar. Und das so ist so einfach noch. Es fehlt noch der Feinschliff, es fehlt noch die Sprache, es fehlt noch das Finale etwas.
Aus dem könnte man ein geiles Plakat machen, aber es ist noch nicht ein geiles Plakat. Jetzt hast du schon die ganze Grafik wahrscheinlich fast etwa durch. Welche Künstler ist dir besonders in Erinnerung geblieben jetzt von der heutigen Ausstellung? Also mir gefällt persönlich die Winkelreihe dieses Zeugs. Eben dort hinten, also mit der Hand, das finde ich super geil, das gefällt mir mega gut. Das ist so ein Stil, der einfach so prägnant und cool ist. Einfach, aber geil. Welches Bild würdest du denn da bei dir aufhängen, wenn du könntest auswählen? Die da hinten von Lorenzo, wie heisst er? Der macht ganz geile Sachen. Ja. Jetzt, hast du die ganze Grafik schon gesehen bis jetzt? Nein, noch nicht ganz. Ich bin irgendwie erst bis hier gekommen, nachher muss ich noch etwas dahinter. Aber... Das heisst, den grossen Kacke-Haufen hast du noch gar nicht gesehen? Doch, den habe ich fotografiert sogar. Der ist super. Das würde ich bei mir daheim jetzt aufstellen. Obwohl das. Der geht ins Bad oder jetzt mit sich stehen rein? Nein, Küche, denn das ist. You gotta feel me. I'm moving forward, cause nothing's gonna be the same. Eyes blurry from the smoke, I can't see the lane. Swerving heavy, bottle in my lap. I'm looking for a problem, so I'm modeling the gap. Somebody save me, cause I don't wanna go to jail. I'd rather be up in the mansion for the polo sale. But I'm here, stuck inside my thoughts. I'm trying to have a bag of money stuffed inside my. Sali Räuber, bei euch ist es ein bisschen speziell hier an der Grafik 14, weil ihr nicht ausstellen so an sich, ihr quasi als Bewegung ausstellen. Ich sehe hier einen riesen Kackhaufen. Ja, also zum Kackhaufen kann man nur sagen, es beschreibt ein bisschen die Situation hier drin, aber vor allem auch außerhalb dieser Halle. Und der Kackhaufen sollte eigentlich nur eins darstellen. In meinen Augen Freiheit, Respekt, Widerstand und do it yourself. Ich sage mal Scheiß aufs Verkaufen. Also es gibt genug Situationen im Leben, wo du gezwungen bist, um dich zu verkaufen. Und alles das, was dich aus dem Weg geht, vor allem zuerst einmal unsere Meinungen festigen, die ist weder schwulenfeindlich, lesbenfeindlich, niggerfeindlich, jugofeindlich, schlitzaugenfeindlich, schippifeindlich. Meine feste Meinung noch, die Leute haben ihre Instrumente gut im Griff, aber sie reden gerne von grossen Eiern und ja, ich mache das, was ich will, aber man sieht da nichts davon. Und die Leute, die sich betroffen sollten fühlen, die wissen genau, wer ich meine und was ich meine, oder? Also, nochmal zu all den irgendetwas, schon auch Menschen, oder? Die können auch alle noch Räuber werden, oder? Das steht gar nicht aus der Frage. Aber, ja, packt mal eure Eier aus und euer Gehirn und macht mal etwas mit dem, was ihr in der Schule lernt. Vor allem, wenn ihr schon so begabt sind mit Grafiken, dann ja, macht es wie er. Ja, du, schau da, der Kackhaufen. Das ist auch ein Kackhaufen, wie alle Räubers und Heimballer. Keine Ahnung, ich will da nicht viel reden oder ich bin einfach aus einem Grund da, weil ich eingeladen worden bin und das irgendwie respektieren. Und alle Leute, die das haten, die sollten lieber mal selber etwas machen und schnell 100 Schausteller anbringen und sonst nur dazuheben. Oder einfach ein Stück vom Gacki nehmen. Ciao zusammen. It's like a movie, blizzard with a shoddy, hooker house on Rosie, chilling in the lobby. Yes, I'm living gnarly, the 40 ounce of barley. Open up cigars and fill them with a bunch of molly. Erzähl ein bisschen etwas. Sind das Freiarbeiten, sind das Auftragsarbeiten? Es ist alles frei, alles so ein bisschen Collage-Art. Ein bisschen im alten Style von Hand ausgeschnitten und hier mit dem Computer ein bisschen modernisiert. Das ist eigentlich eine Serie zu dem Thema Copyright, Droit Moral, die ich gemacht habe aufgrund von eigentlich einer Arbeit für ein Yoshis, die ich gemacht habe vor einem Zeit. Das ist es. Und das sind jetzt Abwandlungen, diverse Interpretationen von dem. Okay. Brand. Sind die Figuren, was für einen Kontrast setzen die Erzeuge? Also, du meinst Charaktere? Ja, genau. Da geht es darum, dass wir halt sehr schnell eben urteilen.
aufgrund von der Wahrnehmung von einer Person oder wie sie auf uns wirkt. Und ich kann jetzt schon bereits da feststellen, dass ich für Figuren eine Antipathie oder eine Sympathie empfinde. Und jetzt wäre die Frage, wie kann die das? Wie kann die Figur das auslösen in mir? GmbH. Okay. Wir machen Designerteppich, Maschinengewobene. Wir sind auf der einzigen Webmaschine weltweit gemacht, die so hochauflösend weben kann. Also es ist eine sehr herausragende Technik und es hat über 1,5 Millionen Punkte pro Quadratmeter. Ui. Ja. Und wir sind ein Designteam, wir sind das zweite, David Schönen und ich. Darum auch der Name Schönstab. Okay. Und das ist unsere zweite Kollektion. Unsere erste Kollektion war so Nebula, so mit Space-Teppich. Okay. Und die ist natürlich sehr grafisch, darum sind wir jetzt auch in der Grafik 14. Alles klar. Und du hast gesagt, in den Fotos waren wir auch, gell? Da war ich alleine. Ah, da bist du alleine. Genau. Sonst bist du eher so ein bisschen Fotokünstlerin. Ja, mein Arbeitspartner ist auch Fotograf. Und zusammen haben wir einfach die Firma für Designer Home Goods. Wir machen Teppich, Tücher, Küsse, so ein bisschen so. Hast du an der Grafik 14 von diesen anderen Ausstellern schon irgendetwas gesehen, was so ein bisschen dein Favorit ist? Favorit kann ich natürlich nicht sagen, aber es hat ein paar schöne Sachen, zum Beispiel der Pascal Wallimann, die Zeichnungen da vorne. Okay. Ja, ich finde, es hat ganz viele Sachen. www.schönstab.com. Das ist jetzt schon fast Werbung. Ja. Okay. Ist das nicht erlaubt, Werbung, oder? Mal. Okay. Mal. Kannst du nochmal schön sagen? www.schönstab.com. Wie bist du eigentlich auf Grafik aufmerksam geworden? Ein Kollege von mir macht das, der Shark, der Harun Dogan. Der Kurator von dieser ganzen Sache ist dein Kollege? Also ich kenne ihn einfach, ja. Also alle kennen ihn einfach. Also er ist mit allen befreundet. Du hast die Grafik mitentwickelt, miterfunden. Genau. Was war dein Antrieb, dazumal so einen Anlass zu erfinden? Es hat zu dieser Zeit keine Plattform gegeben oder für eine Werkschau, für das Arbeiten von Schweizer urbanen Künstlern oder Grafikern. Einfach den ganzen Mix. Es hat schon viele verschiedene andere Ausstellungen gegeben, aber in dieser Form hat es noch nichts gegeben. Und wir haben das vor 3 Jahren angefangen und es ist eigentlich jedes Jahr gewachsen und immer grösser geworden und immer besser geworden. Und es war eine gute Entscheidung, würde ich sagen, weil der Neid ist da. Es hat Leute, die aus dem Fach da sind, es hat Leute, die es gar nichts zu tun haben mit dem Fach. Es ist einfach eine kreative Oase, wo man sich gehen lassen, essen, trinken, Musik hören, unterhalten und sich seinesgleichen austauschen kann. Alles klar bei dir? Nein, es geht, ich habe mir den Finger gebrochen. Oh nein! Wenn, wieso, warum? Aber nicht während dem Arbeiten? Ja, mehr oder weniger, ja. Wie? Ja, es ist grässlich, ist voll verquetscht. Oh. Bis auf den Knochen. Aber nicht für die Grafik 14, oder? Nein. Grosses Projekt gehabt? Ja, mehr oder weniger. Okay. Aber du stellst heute auch aus, da bei uns, an der 14, Grafik 14? Nein, ich bin nur Gast. Du bist nur Gast? Okay, ein bisschen am Inspiration suchen. Ja, ich kenne auch viele Leute, weißt du, muss viel Hände schütteln und so. Genau.
Jetzt hat es ja ganz viele Künstler hier, die ausstellen. Wie gehst du da vor bei der Auswahl dieser Künstler? Ich gehe sehr nach dem Bauchgefühl, Qualität, Inhalt, wie lange es schon macht. Ich wollte einen geilen Mix machen zwischen Leuten, die schon lange in diesem Geschäft drin sind, Business drin sind und Leuten, die halt neu dazukommen und einfach eine gute Mischung machen von alt, jung, schon lange dabei, neu dabei. Es muss einfach stimmen. Aber man muss da nicht irgendwie so speziell finanziell noch etwas mitnehmen, damit man dabei sein kann? Ah, jetzt die finanzielle Frage. Es ist natürlich so, dass die Aussteller auch etwas dazu beitragen. Also ein Platz kostet ein bisschen etwas. Aber wir haben das Glück, jedes Jahr ein paar Gönner und ein paar Sponsoren zu haben, die gewisse Plätze mitfinanzieren. Und so kommt ihnen jedes Mal zum Genuss vielleicht gefördert zu werden oder muss mal etwas zahlen. Aber eben, Ende des Tages, irgendjemand muss die Rechnung zahlen. Die Magi Eventhalle ist ja schon relativ gross. Ja. Könntet ihr aber noch grössere Hallen füllen? Theoretisch ja, aber ich glaube, grösser, schneller ist nicht gleich besser. Es ist immer so, Quantität, Qualität muss irgendwie im Verhältnis stehen. Und ich glaube, momentan, wie wir aufgestellt sind, das ist tipptopp so.